Nein, nicht mich treffen! Okay, ich mache das jetzt wahrscheinlich dann alles mit meiner Energiewaffe. Zumindest versuche ich's. Was natürlich nicht heißt, dass ich mir jetzt hier keine Panzerung und sowas vorhole. Immer diese dunkle, angeraute Stimme, ne? Mach mich fertig ein bisschen, muss ich ja sagen. Okay, Limit erreicht, alles cool. Noch mehr Medischock. Man kann nie genug Medischock haben. Nee, Moment. Das war schon richtig so. Raketen sind auch gut eigentlich. Wo waren jetzt die beiden Metallkisten? Die hätte ich mich auch noch gerne. Da sind sie doch. Sehr schön. Aber muss ich wirklich sagen, ich finde den echt nicht einfach, den Bosskampf, ne? Oder ich mache irgendwas falsch. Keine Ahnung. Meiner Ansicht nach denke ich, ich muss eigentlich nur draufballern, oder? Oder vertue ich mich da gerade? Weil da passiert ja auf jeden Fall irgendwas. Der fängt an zu brennen und so, ne? Also Wirkung ist da. Schweinehund! Bäh! Wie bin ich denn da hingekommen? Da bin ich. So, okay, alles klar. Aber guck mal, hier kann man sogar sich so ein bisschen mal so einrichten, ne? Nur hier nicht rum. Oh, guck mal, sind noch mal Raketen, weil... Nein, nein, nicht hinkommen! Ich muss hier weg. Naja, es brennt. Es brennt überall, ich weiß. Was soll ich denn machen? Feuerlöscher finde ich hier so schnell, glaube ich, nicht. Okay, erwischt. Wo ist er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht, wirklich nicht. 150 Meter. Ich sehe zwar, wo die Schüsse herkommen, aber ich weiß nicht, wo der steht. Uah, fuck, ich muss dahinter. Alter! Mein Gott, diese scheiß Flammenbeicht. Das ist so los. Du sollst nicht die Waffe aufladen. Die bitteschön. Genau. Einfach sterben, Junge. Er stirbt einfach nicht. Warum nicht? Warum legst du jetzt nach? Du kleiner Affenarsch. Echt, ey. Unglaublich, ne? Unfassbar. Ah, hier brennt auch schon alles. Uncool, uncool. Das wäre noch meine Geheimwaffe. So ein paar Tesla-Granaten. Nein! Ich bin schon wieder tot, Alter. Ich halte es nicht aus. Ey, es ist doch nicht zu fassen. Oh, wie lange kann ich jetzt an diesem Scheiß-Boss... Ey, ich geh kaputt. Muss ich jetzt einfach nur zuballern oder was ist hier los? Ich habe ja keine Möglichkeit in irgendeiner Form irgendwas zu machen hier. Das macht mich gerade echt fertig. Also, weil ich habe keine Möglichkeit, mich zu bewegen. Ich muss strafen, ich muss rumlaufen, ne? Aber wenn die Flappen nicht wären, ne? Ohne Witz. Dann wäre es kein Problem. Also, okay, kein Problem weiß ich nicht, aber dann wäre es auf jeden Fall tausendmal einfacher. Aber ich kann nicht um den herumtänzeln, ne? Ich kann ein bisschen in Deckung gehen und gut hoffen, dass er mich da nicht erwischt. Ich krieg's gerade einfach nicht hin. Und das macht mich echt wahnsinnig. Weil ich so kurz vorm Ziel bin und ich muss noch Sport machen. Ich habe eigentlich extra aufgenommen, vorher ich dachte, ach, mach's mal eben fertig, ne? Und immer wieder muss ich die scheiß Dinger hier einsammeln, alles und so. Es nervt, es nervt. Kann ich mein Gehirn nicht einfach hier in die Maschine hier transferieren? Geht das? Geht das? Das Ding ist einfach tot. Geil, die anderen sich einfach verpissen und mich hier wieder alleine lassen mit dem Spacken, ey. Was natürlich auch ein bisschen Zeit sparen könnte, beziehungsweise effektiver wäre, wenn ich nicht einfach schon vorher einen Raketenmodus von der Waffe einschalten würde. Aber
Also ich behaupte mal, ich war... Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin, ne? Das ist so schlecht. Ich war wahrscheinlich schon nicht weit weg vom Tod. Also ich sowieso nicht. Ich war schon oft nah genug am Tod dran. Aber ich meine jetzt eigentlich von seinem Tod. So, okay. Du kannst gern irgendwo rumspacken und nicht klarkommen. Was gerade eigentlich ganz gut aussieht, muss ich sagen. Scheiße, er kam wieder klar. Fuck. Ich hab gehofft, dass es nicht passiert. Lad deinen Scheiß auf, Junge. Lass den Lichtbogen erscheinen. Was? Ach, da kam gerade die Flamme unten raus. Ja, sowas ist doch dumm. Sowas ist doch dumm. Ja, Tagebuch, schön. Ja, super, jetzt ist es vorbei, ein für alle Mal. Oh Gott. Ich will eigentlich nicht deswegen extra noch meine eigene Aufnahme machen, aber ich muss langsam aufhören, ey. Das macht mich echt wahnsinnig, sowas. Ich hasse es. Und du hältst die Klappe, Blaskovic, Alter. Ohne Scheiß. Wenn du nicht hinbekommst, halt einfach die Fresse. Ich bin zu bequem, Panzerung zu holen. Warum kann ich nicht jetzt speichern? So jetzt. Jetzt habe ich ein bisschen mehr Panzerung, ich habe ein bisschen mehr sowas, ne? Aber es ist sowas von kontraproduktiv, wenn ich das nicht tue. Das Schlimme ist nur der letzte Part, ne? Der wird zu lang. Der wird zu lang für mein Schnittprogramm. Das ist das Problem. Okay, ich habe gedacht, wenn ich nah dran bin, vielleicht ist es ihm dann egal. Na guck mal, es macht gar keinen Sinn, dass dann irgendwie eine Gasüberdruck-Scheiße hier passiert. Nur weil ich den halt treffe. Total dämlich. Hier ist auch noch eine Batterie. Sehr nice. Was haben wir hier noch? Schrotflinte. Okay. Wo will ich jetzt genau hin? Der macht mich so nass, der macht mich so nass. Kann sein, wenn ich jetzt nicht irgendwann mal hier, keine Ahnung, mal nicht mehr klarkommt auf sein Leben, bin ich nämlich ratzefatze tot. Nein, 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 nein. Okay, der brennt. Scheiße! Mann! Alter, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Nur den letzten... Du hast den letzten Level auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad gerade durchspielen. Mhm, ja, alles klar. Das wollte ich nie aufladen, aber ist egal. Ihr seht, wie bequem ich bin, ne? Ich hole mir nicht mal die Panzerung. Das ist so dumm, was ich jetzt tue, aber ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist leider das Problem. Ich werde es, glaube ich, heute nicht schaffen. Ich werde es heute nicht schaffen, glaube ich nicht. Weil ich muss gleich aufhören und die Motivation ist einfach weg. Ich muss leider so sagen, wie es ist. Okay. Weg, okay. Brrr, ja, ich muss hier irgendwie... Irgendwo muss ich hin. Gehen wir auf die andere Seite. Besser ist das. Ah, Energie. Nice. Kurz aufladen. Dankeschön. Die Waffe ist echt gut, ey. Das ist mega stark. Scheiße! Okay, okay, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon was gefunden. Immer mit der Ruhe. Oh, lauf doch, renn doch, du fette Sau. Echt. Okay. Der ist auch tot. Ein Raketchen habe ich noch. Hm.
Ja, gut, ich nehme ich natürlich auch noch mit, klar. So, okay. Nein! Oh, Alter! Okay, gehe ich halt zu einem anderen. Mir ist doch scheißegal, welchen ich von den beiden nehme. Ich will halt nur nicht getroffen werden. Hui! Scheiße, ey. Okay, 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 okay. Okay, 4 Raketen habe ich. Alter, lad den Scheiß doch runter! Was habe ich noch für Waffen? Scheiße! Scharfschützengewehr. Wo bist du jetzt? Da ist er. Das ist jetzt doof. Alter Vater. Oh Gott. Püpsa. Das ist unglaublich. Nein, nicht die aufladen. Dann müssen wir die andere bitte. Genau, die wollte ich haben. Okay. So ein bisschen irgendwie so Panzerung. Oh, Raketen ist auch gut. Aber wie viel hält der Spacken aus? Ohne Scheiße, kann doch nicht wahr sein, oder? Mal kurz aufladen, danke. Okay. Der ist gefallen! Oder? Ja! Das Messer ist bereit. Zeit zu sterben. Okay, nicht töten, nicht sterben, nicht sterben. Blaskovic, das ist ein guter Jahrgang. Bis 14. Einatmen. Bis 14. Ausatmen. Ich werde nie vor Ihnen niederknien. Oh Gott. Dann erledige ich sie im Stehen. So naiv! Blaskovic! Wir sind auf Position. Atomkanone geladen. Kann ich feuern? Eine mächtige Frau mit Fackel. Deren Flamme der eingefangene Blitzstrahl ist. Und die Name Mutter der Verbannten lautet. Gebt mir eure Müden, eure Armen, eure geknechteten Massen. Die frei zu atmen begehren. Den elenden Unrat eurer gedrängten Küsten. Schickt sie mir, die Heimatlosen, vom Sturme getriebenen. Blasko, hören Sie mich! Kann ich feuern? Okay, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Weil es gibt ja auch noch einen zweiten Teil, ne? Oder es gibt ja noch mehrere Teile, aber ich weiß jetzt nicht, ob die aufeinander aufbauen oder ob das vielleicht dann irgendwie Prequels oder sowas sind. Aber gut, das werde ich dann ja auf jeden Fall erfahren, wenn ich das, wenn ich auch die anderen Teile zocken werde, die auf jeden Fall auch kommen werden. Weil, Alter, ich fand das Spiel richtig geil. Ich fand das richtig gut.
Also das Gesamterlebnis, es war erstmal nicht zu lang. Es hat sich gelohnt, sich immer so hier und da mal umzuschauen, weil man da zum einen natürlich Waffenverbesserungen gefunden hat, zum anderen aber auch andere Waffen oder halt ne, einfach die sammelbaren Gegenstände, die wahrscheinlich nicht wirklich was bringen, aber ist egal. Ich fand das Storytelling voll geil, also wie wir es gemacht haben. Erstmal die Production Value, die fand ich halt auch ziemlich hoch. Also es waren hochkarätige Sprecher. Die audiovisuelle Darstellung war halt einfach gut. Also auch gerade das Zusammenspiel zwischen dem, was man gesehen hat und dem Musikeinsatz, fand ich super gemacht. Die schnellen Schnitte in den Sequenzen, das ist nicht allzu viel Blabla und allzu viel, keine Ahnung, Tiefgang versucht wird, irgendwie zu kreieren. Wobei es trotzdem mit diesen kurzen kleinen Dialogen, die es da immer mal wieder gab, trotzdem doch hier und da mal so eine tiefsinnige Geschichte auch gab. Und das, also ich finde, das Gesamtbild von dem Spiel ist wirklich extrem gut. Also ich habe damit, um ehrlich zu sein, nicht gerechnet. Ich habe eigentlich eher stumpfe Kost erwartet, wo man jetzt halt, wie man das halt von Wolfenstein so sich vorstellen würde, ne, überzogene Nazi-Thematik, ne, was auch auf jeden Fall der Fall war, ne. Die Antagonisten waren aber richtig geil. Also die haben es richtig gut dargestellt, dass man die einfach hasst, weil die einfach so schön, ja, bösartig, asozial und wirklich verabscheuenswürdig sind. Während unsere, die auf unserer Seite, das waren jetzt auch keine kompletten Helden, ne, sondern das waren auch so Helden mit Charakter, um es mal so auszudrücken. Ne? Also jeder hatte da auch seine eigene Persönlichkeit, was ich sehr, sehr geil fand. Hatte dann auch jeder seine Hintergrundgeschichte gehabt, die vielleicht nicht immer so ganz eine weiße Weste war. Aber im Großen und Ganzen haben sie sich dann doch trotzdem zusammengerottet und ja dann für das Gleiche gekämpft. Und ich finde es echt wirklich super gemacht. Also Charakter mochte ich eigentlich alle, sogar tatsächlich. Wie gesagt, die Dialoge waren geil, das Gameplay ist super schnell gewesen, super flüssig. Das Zielen hat sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen, auch für einen Konsolenshooter. Trefferfeedback hätte ich mir so ein bisschen mehr gewünscht tatsächlich, dass man so ein bisschen mehr auch merkt, okay, ich treffe jetzt auch tatsächlich. Die Level waren auch nicht zu lang. Es gab sehr, sehr wenig Schwimmpassagen. Und wie gesagt, im Großen und Ganzen richtig, richtig gutes Erlebnis. Ich meine, der Großteil von euch wird das Spiel wahrscheinlich schon kennen, die es nicht kennen, bitte zocken, das ist echt gut. Und ich habe auch schon mal so ein bisschen gelügen, was die Trophäen sagen, ne? Die sind nämlich auch gar nicht so schlimm. Läuft es jetzt weiter? Nein, läuft es natürlich nicht. Dann machen wir es gleich. Schade. ja, also wie gesagt, im Großen und Ganzen echt ein geiles Erlebnis. Es kostet mittlerweile auch, glaube ich, wirklich nichts mehr, weil das Spiel schon jeder hat, im Grunde genommen. Und ich freue mich jetzt schon richtig, richtig hart auf die Folgeteile. Ich weiß nicht, wie viel gab es denn? Es gab, glaube ich, also New Colossus war, glaube ich, der zweite Teil, ne? Dann gab es, glaube ich, noch einen Teil und es gab einen VR-Teil, meine ich so. Bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, von New Colossus, ich glaube, da habe ich auch wirklich die internationale Version auch geholt. Wo die dann auch umgeschnitten sein dürfte, ne? Weil wir haben jetzt hier leider die deutsche geschnittene Version gesehen oder die übersetzte, zensierte, wie man das auch immer nennen möchte. Und da haben wir das jetzt leider nicht so gesehen, wie es eigentlich gedacht worden ist, ne? Also gerade so in dem. Wahrscheinlich in den Dialogen waren jetzt die Unterschiede zu bemerken. Ich kenne es natürlich nicht, weil ich kenne es nur die Edition, die wir jetzt hier gespielt haben. Aber ey, auch die ist voll in Ordnung. Ich finde die echt gut. Ja, also auch trophäentechnisch, wenn man hier Platin sammelt, und ich werde auf jeden Fall Platin holen, ist jetzt auch nicht allzu viel, was man jetzt noch machen muss. Ich glaube, ich muss halt, glaube ich, nur noch wirklich auf sehr, sehr schwer durchspielen. Alles sammeln, die nicht mal kurz entschlüsseln. Und ich glaube, die letzten Perks noch holen, ne? Also, wo ich dann hier irgendwie 5 Leute mit der Granate von Gegnern zerstören muss und so weiter und so fort. Und, stimmt, die 5 Leute in 10 Sekunden mit dem Raketenwerfer kaputt machen, im Akimbo-Style, genau, das gab's auch noch. Auf jeden Fall alles, denke ich mal, machbare Sachen, wenn man weiß, wo man es machen muss. Aber ihr habt auch hinterher gemerkt, da habe ich dann nicht mehr so den Wert drauf gelegt, weil ich mir gedacht habe, nee, kann man mal zwischendurch mal ausprobieren, aber nee, brauche ich jetzt nicht. Ja, was ich auch geil fand, ist, sind ja, ich sag mal, Übergänge zu den Vorgängern, weil ich habe mal auch noch mal ein bisschen geschaut, also es gibt zu Wolfenstein ein eigenes Wiki so gesehen, wo dann auch die Erscheinungen der verschiedenen Charaktere, die jetzt hier auch vorgekommen sind, auch in den früheren Teilen thematisiert worden sind. Da gab es zum Beispiel einige vom Kreisaus Circle von Wolfenstein 2009, Death's Hand natürlich, ne, also Todeshand oder Todeskopf, keine Ahnung, ist auch egal, auf jeden Fall, die gab es hier dann natürlich auch. Death's Head, so hieß der, glaube ich, ne? Und wahrscheinlich auch noch zu Return to Castle Wolfenstein gab es dann auch noch diverse Parallelen. Es gab sogar hier Anspielungen auf Fallout, habe ich in den Kommentaren gelesen, ne? Mit World 101 oder wie es hieß. Fallout habe ich noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen. Und ja, die haben auf jeden Fall richtig viel Liebe reingesteckt, richtig viel sich auf das Gameplay auch fokussiert, genau das, was sein muss. Und haben drumherum halt wirklich eine Geschichte gesponnen, die super kurzweilig ist, die sich sehr, sehr
also die ich mir sehr gerne angehört und auch angeschaut habe, mit dem kleinen Thema, dass man sogar jetzt nochmal eine zweite Storyline hat. Nämlich, wenn man den Fergus quasi, Fergus hieß der, glaube ich, ne? Am Anfang nämlich nicht rettet, sondern halt den Private, ne? Gut, ja, das werde ich auf jeden Fall auch tun. Wie gesagt, es gibt auf jeden Fall noch einen Bonus-Part, wo ich auf jeden Fall erstmal alle Sammelbare holen möchte, wo ich euch dann wahrscheinlich nochmal zeigen würde, wo ich die restlichen Sachen geholt habe für die Trophäen, und wo ich euch gerne vorstellen würde, was, ja, ich sag mal, mit dem anderen Storyverlauf eventuell sich ändern wird. Und ich denke mal, ich werde dann auch nochmal zeigen, welche Trophäen es dann vielleicht noch gibt, weil ich würde jetzt sonst nämlich von meiner Seite aus hier schon mal aufhören. Es sei denn, es gibt dann natürlich gleich noch irgendwas, ne, was ich dann noch machen kann, wenn ich noch spielen kann. Ich würde die Credits weiterlaufen, vielleicht gibt es danach noch eine Sequenz, ich weiß es nicht genau. Werden wir aber dann sehen. Und ja, danke auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Also wie gesagt, ich hatte mega, mega viel Spaß dabei. War richtig, richtig gut. Und wie gesagt, ich freue mich auch auf die nächsten Projekte. Trophäen werde ich auch beim nächsten Mal dann, wie gesagt, beim nächsten Part, im Bonus-Part dann einmal durchschauen. Und wir werden vielleicht mal in die Musik reinhören. Oder das werde ich vorher machen und dann euch einfach sagen, was ich davon halte. Weil eventuell gibt es ja auch Copyright-Probleme. Man weiß es ja nicht. Gut, also dann, achso, Tipp fürs nächste Let's Play. Genau, muss ich auch nochmal kurz machen. Wenn ich mich nicht täusche, kommt, glaube ich, beim nächsten Mal sogar mein erstes VR-Let's Play, glaube ich. Fuck, wo habe ich jetzt schon wieder meine Auflistung? Genau, das sollte nämlich jetzt eigentlich, so Wolfenstein sollte eigentlich das vorletzte PlayStation 4-Spiel gewesen sein, bevor wir bei der PlayStation 5 sind. Ich habe jetzt aber nochmal ein Spiel tatsächlich dazwischen geschoben. Ja, es ist ein VR-Spiel auf jeden Fall. Ich überlege gerade, es gibt so ein Value-Pack von der VR da, also gab es damals zumindest, wo dann auch für 4 verschiedene Spiele, jetzt muss ich kurz überlegen, welche das waren, Download-Codes dabei waren. Das war nämlich einmal Everybody's Golf auf jeden Fall, dann gab es natürlich VR Worlds. Dann gab es noch Blood and Tooth. Und das vierte Spiel davon, ne? Was auch eigentlich ein Spiel aus einer Reihe ist, also die es mittlerweile auf jeden Fall gibt, wo, glaube ich, in Kürze auch noch ein Spiel rauskommen wird. Ja, enthalten, beziehungsweise gehört zu dieses, genau eben dieser Reihe. Und es ist richtig geil. Also mir ist auf jeden Fall damals richtig gut gefallen. Ich habe mir gedacht, wenn ich schon mal bei der PS4 bin, kann ich da auf jeden Fall auch noch ein VR-Let's Play machen. Ich habe keine Ahnung, wie es wird. Ich weiß nicht, wie es mit dem Aufnehmen ist. Ich habe keine Kontrolle über nichts. Ich sehe nichts, ich höre nichts. Und hoffe, dass ich irgendwie das Headset draufkriege, während ich die VR-Brille auf habe. Bin gespannt. Warum höre ich jetzt einen Helikopter? Okay. Es geht vielleicht doch noch weiter. Oder auch nicht. Wir haben einfach nur die Befreiungstrophäe bekommen. Gut, ja, perfektes Timing. Dann würde ich sagen, mache ich hier jetzt mal Schicht. Wie gesagt, einen Bonuspart gibt es noch. Ob der jetzt heute kommt, direkt hier im Anschluss, glaube ich nicht, weil ich muss erstmal nochmal weiter zocken. Den wird es irgendwann geben, wenn ich wahrscheinlich schon mitten im nächsten Projekt bin, weil... Ja, einmal durchzocken muss ich halt noch, aber dann werde ich es wahrscheinlich auf einfach machen und ohne sammeln. Dann geht es auch, glaube ich, relativ schnell. Gut, dann nochmal danke fürs Einschalten. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen und dann sehen wir uns dann im nächsten Projekt vielleicht wieder. Spätestens dann aber wahrscheinlich beim nächsten Wolfenstein-Teil im Jahr 2027 oder so. Gut, also bis zum nächsten Mal dann, ne? Tschüss.